Technik erleben, Geschäftschancen erkennen, Netzwerke erweitern. Das ist die Herweg Perspectives 2015. Rund 1100 Fachbesucher nahmen teil an der inzwischen 12. Hausmesse auf dem Gelände der neuen Herweg Firmenzentrale in St. Ingbert Rohrbach. Mehr als 80 namhafte Hersteller der Telekommunikationsbranche präsentierten neue Produkte und wegweisende Technologien. Herweg selbst war zum ersten Mal mit einem Zubehörstand vertreten, daneben war aber das Highlight des Unternehmens in diesem Jahr der eigens realisierte Margenrechner. Wir haben vor etwa einem Jahr, als wir das Projekt gestartet haben, mal eine Umfrage gemacht. Wir haben unsere Partner gefragt, was soll so ein Ding denn können? Und haben natürlich eine lange Wunschliste gemacht und ich habe gesagt, oh Gott, ob wir das alles realisieren können. Und es ist tatsächlich so, wir haben das alles realisieren können. Das heißt also, wir haben praktisch die eierlegende Wollmilchsau für den Mobilfunkhändler. Und er kann sogar noch ein bisschen mehr, als wir dachten. Also ich bin sehr glücklich darüber. Und die Händler auch. Das Beste, was mir gefällt, ist wirklich, man kann es mit dem Tablet machen. Man kann über das Tablet diesen Margenrechner bedienen, einfach damit man nicht immer am Computer steht und dieses klassische Kundenverkäufer oder Kunde gegenüber, sondern man kann wirklich neben den Kunden hinstehen, kann ihm das am Tablet zeigen. Also finde ich klasse. Aber der Margenrechner bietet noch viele weitere Funktionen, die den Alltag der Händler erleichtern. Wie zum Beispiel die Möglichkeit, dort eine feste Marge zu hinterlegen, den Ausschluss der Fehlerquelle der Mitarbeiter und aber auch die Flexibilität, zum Beispiel dort eigene Konditionen noch im Hintergrund zu hinterlegen, zum Beispiel Jahreszielvereinbarungen, Quartalsvereinbarungen, irgendwelche Sonderaktionsvereinbarungen. Den Margenrechner und viele weitere Produkte konnten die Fachbesucher auf der Messe im direkten Gespräch, aber auch in Workshops und Präsentationen näher kennenlernen. Ein großes Thema für die Zukunft wird zum Beispiel der Begriff Smart Home, das intelligente Zuhause. Das ist zum Beispiel ein Rauchwarnmelder, der die Rauchfunktion über Z-Wave meldet, sodass ich an meinem Mobiltelefon informiert wäre, wenn irgendwo Rauch entstanden ist. Das ist außerordentlich sinnvoll, weil ja der Schaden im Haus in den seltensten Fällen durch das Feuer passiert, sondern durch die Feuerwehr, die danach alles unter Wasser setzt. Das heißt, wenn nur kurz so ein Rauch anfängt und man kann den Nachbarn noch fragen, du reagiere mal drauf, kann man sehr, sehr viel Geld sparen. Die Branche wandelt sich nahezu täglich und bis voraussichtlich 2018 sollen alle ISDN-Anschlüsse abgeschaltet werden und durch All-Over-IP ersetzt werden. Es ist dann aber nicht so, dass nicht mehr telefoniert wird, sondern es wird nur anders telefoniert. Es wird On-Premise-Lösungen geben, da ist es notwendig, individualisierte Lösungen für den Kunden zu schaffen und Cloud-Anwender werden bevorzugen die ständige Verfügbarkeit, die hohe Sicherheit und die sehr, sehr weitreichende Integration mobiler Anwendungen und von mobilen Geräten. Internet und Telefon wachsen immer enger zusammen. Aber Netzwerken ist nicht nur ein technisches Thema, sondern auch ein wirtschaftliches, strategisches und menschliches. Da investieren wir auch. Wir haben ja jetzt auch die Handelsoffensive gestartet, wo wir gemeinsam auch mit der Herweg neue Partner an uns binden wollen und gemeinsam entwickeln. Von daher bin ich überzeugt, dass wir auch in Zukunft den Weg, den wir eingeschlagen haben, noch weiter fortführen werden. Einige der ausstellenden Herweg-Partner blicken bereits auf eine langjährige Verbindung zurück. Ich bin jetzt 17 Jahre in diesem Markt und seitdem arbeiten wir mit der Firma Herweg auch zusammen. Von daher, es gibt eine sehr lange gemeinsame Geschäftsbeziehung, eine sehr partnerschaftliche Geschäftsbeziehung, sowohl regional als auch zentral. In diesem Jahr feierte das Unternehmen Herweg zudem sein 30-jähriges Bestehen. Insbesondere in der schnelllebigen Telekommunikationsbranche ist dies eine beachtliche Zeit. Man muss einfach bei der Stange bleiben, man muss schnell reagieren, man muss das Ohr am Markt haben, man muss die Nöte und Sorgen seiner Kunden kennen und einfach irgendwie das Beste tun, das Beste, was man tun kann, um diese Sorgen oder Nöte zu lindern und den Kunden einfach gut zu bedienen. Das sind immer die Geheimrezepte. Ich meine, wenn man Wiener Schnitzel kocht, dann braucht man eine gute Zutaten, dann ist das Kochen immer dasselbe. Das kann man nicht neu erfinden. Aber es sind wirklich diese Basics, meiner Meinung nach, auf die es ankommt. Und auch die Herweg-Partner und Händler sind zufrieden über die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Herweg. Ich glaube, dass ich in meiner Funktion halt immer dort aufschlage, wo ich halt auch zu den Partnern stehe. Soweit ist die Zeit und natürlich halt auch die Gegebenheiten erlauben. Und Herweg ist ein wichtiger Partner, von daher freue ich mich auch hier zu sein. Also Herweg ist ein klasse Distributor, der mir das Leben einfach ein bisschen einfacher macht. Wir haben einen klasse Support vom Innendienst. Wir sind mit dieser Zusammenarbeit sehr zufrieden und wir denken, wir werden sie in Zukunft so fortsetzen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir sind richtig happy, mit der Firma Herweg zusammenarbeiten zu dürfen. Doch auch in Zukunft tritt Herweg aufs Gaspedal.
Es bleibt spannend und alles neu. Was ich heute schon mal sagen kann, wir werden im Laufe dieses Jahres noch einen kompletten neuen Online-Auftritt haben, also nicht nur von der Webseite, sondern von allen unseren Systemen. Das wird sehr komfortabel werden, einfach zu bedienen, intuitiv und wird, glaube ich, eine ganz schöne Sache. Das war die Herweg Perspectives 2015. Bis zum nächsten Mal.